Also zweiten Kapitel aus der Apostelgeschichte, es waren gottesfürchtige Juden, nur eine Ethnizität, das ist nicht, was uns erlöst, weil wir sagen, wir gehören vielleicht aus dem natürlichen Stamm Abrahams dazu, sondern der, der ein Herz beschnitten hat für Jeschua als Messias, natürlich der Ölbaum, der kommt zuvor, die natürlichen, die aus dem Lenden Abrahams gekommen sind, die haben einen Vorteil in Händen der Sprache, aber nur dessen, wenn sie es auch akzeptieren, Jeschua als Messias. Aber alle werden an dem Tag zurückkommen, zu seiner Familie zurück. Wer ist unsere wirkliche Familie? Matthäus 12, Vers 50. Das sind die, die die Gebote Elohims halten und Jeschua als Messias haben. Sie sind im Land. Es ist das 50. Jahr. Im dritten Buch Mose 23 haben wir gelesen, jubelt an diesem Tag. Also im fünften Buch Mose haben wir gelesen, das jubelt an diesem Tag, der Levit, die Magd und so weiter. Wir sollen uns freuen, denn es ist das Jubeljahr von Jahwe Elohim. Israel ist wiederhergestellt, vereint. Es ist Yom Kippur, Versöhnungstag. Jahwe hat ganz Israel vergeben und wir können an dem Tag ruhig sein und Jahwe loben dafür, dass er für uns gesiegt hat, dass er seinen Geist geschickt hat. So, nochmal zum Abschluss zu der Zahl 50. Jetzt wissen wir, dass am 50. Tag wurde der Geist gegeben, aber sehr, sehr wahrscheinlich wurde auch die Tora am 50. Tag gegeben. Und das gucken wir uns mal an, weil der 50. Tag nach der Zählung aus der Pesachwoche muss immer im dritten Monat fallen. Kein speziell fixierter Tag. Aber der 50. Tag wird logischerweise, wenn du 50 zählst aus dem ersten Monat und der Monat ist schon zwei Wochen mittendrin, kommst du zwangsläufig in den dritten Monat. Und in genau diesem Monat kam Israel am Berg Sinai an, um die Tora zu empfangen. Zweiter Buch Mose, Kapitel 19. Und dann lesen wir, im dritten Monat nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten kamen sie an eben diesem Tag in die Wüste Sinai. Alle Rabbiner der Vorzeit, ich inklusive und viele Brüder und Schwestern aus der ganzen Welt glauben fest, dass obwohl der Tag jetzt hier nicht fix steht, dass die Tora wurde gegeben am 50. Tag. Denn wir wissen ja, Israel ist ausgezogen in der Pesachwoche und die müssen, auch wenn sie die Tora über die Festtage da noch nicht erhalten haben. Jahwe kennt aber seine Festtage. Und der 50. Tag nach der Pesachwoche ist höchstwahrscheinlich der Tag, wo die Tora gegeben wurde. Tora, unsere Freiheit, aber die Freiheit, die wir brauchen, ist, dass der Geist uns leitet in der Tora. Die Erfüllung findet sich nur in Jeschua. Die Tora alleine bringt uns niemals in das verheißene Land, sondern Gnade erfahren durch Jeschua, ein neues Herz bekommen, dann in seiner Tora wandeln. Jeschua sagt etwas zu seinen Jüngern, bevor er sich opferte, dass der Vater sie heiligen soll. In Johannes Kapitel 17, schauen wir uns das mal an. Johannes Kapitel 17, da steht drin, in Vers 17, dass, heilige sie, er spricht zum Vater, in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. In Vers 18, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Jahwe Elohim hat Jeschua Elohim in die Welt geschickt und Jeschua lebte in der Wahrheit von Jahwe. Und Jeschua sagt, dass Vater, dein Wort ist Wahrheit. Das ist, was er hier sagt. Sein Wort ist Wahrheit. Und er sagt in Johannes 16, dass wenn der Geist kommt, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Aus der Perspektive von Jeschua ist die Tora vom Vater die Wahrheit. Aber nur sein Geist kann uns leiten. Bevor der Geist gegeben werden kann, musste sein Opfer her. Und dieses Opfer ist so groß gewesen, so überaus ja barmherzig und gnädig, dass wenn wir an Jeschua glauben, haben wir seinen Geist, um in seiner Tora zu wandeln. Denn er möchte uns als seine Braut nehmen. Vater, heilige sie in deiner Wahrheit. In Johannes Kapitel 8, in Vers 32, sagt Jeschua zu den Juden auch dort, dass wenn wir die Wahrheit erkennen, wenn sie die Wahrheit erkennen werden, wird die Wahrheit sie was? Gucken wir uns mal an, Vers 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn ihr die Wahrheit erkennt, wenn wir die Wahrheit erkennen, wo wissen wir, dass Jeschua meint die Tora? Er hat es gerade gesagt, Johannes 17, dein Wort ist Wahrheit. Aber wir haben eine klare Definition aus Psalm 119, dass in der Tat wird anhand den Schriften und der Heiligen, ja, was wir hier bekommen haben von Jahwe, die Heiligen Schriften, dass die Tora die Wahrheit ist. König David sagt in Psalm 119, wir haben es schon mal zusammen gelesen, Vers 142, er sagt, dass deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und deine Tora ist
Wahrheit. Am 50. Tag kommt der Geist. Der Geist leitet uns in der ganzen Wahrheit, denn die Wahrheit wird euch frei machen. Und die passiert im 50. Jahr. Wir haben es gerade gesehen, dass im 50. Jahr wird alles wieder freigegeben. Wir haben zwar gesagt, wir haben nirgendwo den Vers 50, bedeutet Freiheit, aber wir haben explizit geschrieben bekommen von Yahweh Elohim in der Tora, dass im Halbjahr, im Jubeljahr, im 50. Jahr wird alles wieder freigegeben. Und das ist, was ich erfüllte am Pfingsttag, Shavuot. Das ist, was wir in einigen Tagen halten. Ihr könnt ruhig diese zwei Laibe Brot mitbringen mit Sauerteig. Ihr könnt es auch vor Yahweh weben. Also nicht, dass es irgendwas jetzt spirituell oder rituell ändern wird, aber wenn wir es versinnbildlichen, dass Yahweh wird Juda und Israel, auch wenn Sauerteig drin ist, aber es ist ja der Tag, wo das Jubeljahr beginnen darf, ist ja Yom Kippur und Yahweh wird Israel wieder vergeben. Das ist der Tag, wo wir jubeln sollen, Yahweh ein Fest halten und diese Prinzipien verstehen. Ich hoffe, es hat Sinn gemacht, denn das ist, was die Tora uns hier erklärt. Und warum hat Yahweh Elohim so spezifisch da das mit den Sabbaten und Wochen? Warum hat er nicht nur gesagt 7 Sabbate oder nur 7 Wochen? Warum hat er ausdrücklich gesagt 7 Sabbate, 7 Wochen? Wir müssen in seinem Bund sein, um richtig auch wandeln zu können, denn der Sabbat ist sein Bund mit Israel. Und wenn du Yahweh Elohim als Schöpfer akzeptierst, anerkennst, Yeshua als Messias auch bekennst, dann wirst du in seinem Bund wandeln. Denn heute gibt es eine Irrlehre, dass wir den Mond nach, also beziehungsweise den Schabbat nach Mondphasen berechnen sollen, also einen Mondschabbat zu halten. Dieses gibt es nirgendwo in der Schrift. Und mir hat mal ein Mann geschrieben jetzt vor kurzem, der halt sagt, er gibt mir einen sehr heißen Tipp, dass der Indiz, einen Mondschabbat zu halten, finden wir in Hesekiel. Er hat nur einen Vers geschrieben, in dem Vers dort, da steht nichts von einem Mondschabbat, geschweige von, wie man es halten soll, denn Yahweh Elohim hat nichts von einem Mondsabbat gesagt. Vermutlich wirst du vielleicht auf diese Lehre eines Tages mal stoßen, aber die Lehre besagt, dass wir die Mondphasen brauchen, um den Schabbat, den Ruhetag richtig zu halten. Das ist nicht der Fall. Und auf den Vorschlag mal zu telefonieren, wollte dieser Mann nicht. Ich kann euch nicht sagen, wo er diese Lehre her hat, aber es kursiert. Auch in Amerika gibt es da einige Websites und die es halt propagieren. Aber Yahweh hat schon im Voraus gesagt, dass 7 Sabbate, wir müssen zählen, nicht Mond, 7 Sabbate zählen, 7 Wochen zählen, dann kommst du auf den 50. Tag. Der Sabbat wurde gegeben am 7. Tag. Der Mond wurde geschaffen, laut 1. Buch Mose, am 4. Tag. Also Mondphase hat damit nichts zu tun. Wo auch immer diese Lehren herkommen, unser Herz soll beschnitten sein, eng mit die Schuhe auch wandeln, damit wir seine heiligen Feste, die so schön sind, wo viele Schätze verankert sind für uns, auch halten. Mein Freund, ich hoffe, das war für dich erbaulich, das war für dich informativ und ich wünsche dir, dass du ein schönes Fest mit deiner Familie hast, wenn du es alleine feierst, bete zu Yeshua Elohim, er hört dich schon und er wird auch in Kraft des Vaters, in seinem Geist, auch dir Unterstützung geben, je mehr du in seinem Bund wandelst. Yeshua segne dich reichlich und bis zum nächsten Mal. Shalom sei mit dir, mein Freund.